Herzlich willkommen zu Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Heute schauen wir nochmal auf den Oktober zurück. Das macht wie immer Comedian Jonas Greiner. Aber zuerst mal zurück zur letzten Woche. Die ging ja mit einem Feiertag los. Erst Montag Reformationstag und Dienstag dann ein Tag, der sich anfühlte wie ein Montag, obwohl gestern ja gar nicht Sonntag war. Gestern war ja Reformationstag. Immerhin sind knapp ein Viertel aller Thüringer evangelisch. Und das sind die meisten. Oder besser gesagt, das ist die größte Religionsgruppe in Thüringen. Und der Rest, immerhin drei Viertel aller Thüringer, die feiern einfach mit. Aber was weiß man eigentlich über diesen Tag? Naja, die meisten wissen noch, dass Martin Luther vor 505 Jahren seine Prothesen an die Kirchentür irgendwo in Sachsen-Anhalt genagelt hat. Bis 1967 war in Deutschland überall Reformationstag Feiertag. Dann wurde er abgeschafft, zumindest in der DDR. Und seit 1990 haben wir ihn wieder. In Thüringen zumindest. Die Bayern feiern einen Tag später ihren Allerwertesten oder sowas. Aber das kann uns ja egal sein. Wussten Sie, dass der Reformationstag in der DDR durch einen Kuhhandel abgeschafft worden ist? Ja, ist so. 1967 verkündete Walter Ulbricht in seiner unnachahmlichen Art: Liebe Bürgerinnen und Bürger der DDR, ab heute ist doch Samstag für alle ein arbeitsfreier Tag. Niemand hat die Absicht, am Samstag zu arbeiten. Bis dahin war das aber Pflicht. Aber damit man den Samstag frei bekam, durften die DDR-Bürger sich aussuchen, ob sie dafür jeden Tag eine halbe Stunde länger machen oder ob fünf Feiertage übers Jahr abgeschafft werden. Und so kam es, dass der Reformationstag, der Buß- und Bettag, Himmelfahrt, der Ostermontag und der Tag der Befreiung abgeschafft wurden. Und kaum ist Walter Ulbricht gerade mal knapp 50 Jahre unter der Erde, haben wir alle Feiertage wieder. Und den arbeitsfreien Samstag auch noch. Ätsche. Späte Rache. Mein Lieblingsthema letzte Woche war allerdings Statistik. Man braucht ja erstmal eine Statistik, die einem bestätigt, was man schon längst weiß. Allerdings ohne Zahlen ist so ein Bauchgefühl ja nichts wert. Erst mit entsprechenden Zahlen wird aus der gefühlten Wahrheit dann auch die wahre Wahrheit. Beispiel. Das Statistische Landesamt stellt fest, in den letzten 20 Jahren hat Thüringen 13% seiner Einwohner verloren. Am schlimmsten trifft es die Stadt Suhl. Hier sind es fast 25%. 25% der Einwohner abgewandert, verstorben oder nicht rechtzeitig gezeugt worden. Und jetzt habe ich so leichtfertig das Wort schlimm gesagt. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn Leute aus einer Stadt wegziehen. Es kommt nämlich immer darauf an, wer da wegzieht. Wenn zum Beispiel im Jahr 2000 in Suhl 25% aller Einwohner Idioten waren und die 25% dann alle weggezogen sind, dann wäre Suhl jetzt eine idiotenfreie Stadt. Erfurt und Jena sind die einzigen Städte, die seit 2000 Zuwanderung hatten. Ja, 20 Jahre lang. Jetzt stellen Sie sich mal vor, im Jahr 2000 haben in Erfurt und Jena auch 25% Idioten gewohnt. Und die aus Suhl weg sind, sind dorthin gezogen. Also da willst du nicht wohnen. Rein statistisch. Rein statistisch gibt es aber auch noch eine Stadt, die hat sich fast verdoppelt. 41,5% mehr Einwohner seit dem Jahr 2000. Raten Sie mal, welche Stadt das ist. Kommen Sie nie drauf. Es ist Ilmenau. Und wie haben die das gemacht? Durch Eingemeindungen. Die haben einfach alle Dörfer rundherum an sich gerissen und den Leuten erklärt, ab heute seid ihr Ilmenauer. Zack, bumm, basta. Das haben die einfach die letzten 20 Jahre gemacht. Zahlentechnisch hat Ilmenau Suhl jetzt sogar überholt. Einwohnerzahlentechnisch. Aber Suhl wehrt sich. Es ist nämlich auch die Stadt mit dem höchsten Altersdurchschnitt in ganz Deutschland. Und deshalb kämpft Suhl jetzt um den Titel Opa-Zentrum. Und was sagt die Statistik noch? Männerüberschuss. Klingt jetzt erstmal heilbar, ist aber ein ernstes Ding. In den ostdeutschen Bundesländern leben fast überall, auch hier in Thüringen, zu viele Männer und zu wenig Frauen. 25% zu viel, um genau zu sein. Und da ist wieder die geliebte Statistik. Normalerweise ist das Verhältnis Männer zu Frauen so 105 zu 100. Auf 105 Männer kommen 100 Frauen. Jetzt ist es hier aber 125 zu 100. Und auch das ist wie mit dem halbvollen und dem halbleeren Glas. Ist das jetzt Männerüberschuss oder Frauenmangel? Beides, sagt der Statistiker, denn es liegt daran, dass junge Ostfrauen
einfach häufiger in den Westen gehen als junge Ostmänner. Und zwar gerade in dem Alter, in dem man eine Familie gründet. Das bedeutet zwei Dinge. Die abwandernden Frauen wollen wahrscheinlich einfach reich heiraten. Denn was man sich erheiratet, muss man schon mal nicht erarbeiten. Und zweitens, 25% aller Ostjungs bewerben sich wohl schon bald bei Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter gesucht. Und noch was müsste das eigentlich bedeuten? Im Westen müssten 25% der Frauen übrig sein. Denn die Vielweiberei ist spätestens seit Gerhard Schröder ja auch dort verboten. Also, ich würde mal sagen, liebe Mädels aus dem Westen, kommt zu uns hierher nach Thüringen. Wir sind zwar nicht so reich wie die Jungs in Baden-Württemberg oder Bayern, aber wir haben Bratwürste, Klöße, den Wald voller Pilze und im Winter sogar Schnee und der muss ja auch irgendwie vom Haus mal weggemacht werden, gell? Ja, klingt doch verlockend, oder? Na gut, kurze Pause, dann sind wir mit ein paar Schnapsideen an der Uni in Erfurt. Hallo aus dem Euro-Jackpot-Studio von Lotto Thüringen. Es gibt ja Dinge, die gibt's eigentlich gar nicht. Neulich war ich mal wieder im Kino. Und was isst man da? Klar, Popcorn. Wussten Sie aber, dass es Popcorn schon offenbar seit mehreren tausend Jahren gibt? Popcorn stammt vom amerikanischen Kontinent. Bei Ausgrabungen wurden mindestens 4000 Jahre alte Puffmaiskörner gefunden. Dass diese damals schon als Popcorn zubereitet wurden, konnte nicht geklärt werden. Aber scheinbar hat man damals schon sowas Ähnliches wie Popcorn gegessen. Eines ist aber klar, sicher gab's das nicht zum Filmegucken im Kino. Das gab's damals nun wirklich noch nicht. Erst während der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre avancierte Popcorn parallel mit dem Aufstieg des Kinos in den USA und später weltweit zum beliebten Snack. Ich sag ja, es gibt Dinge, die sind schon verrückt. Hier kommen erstmal die Gewinnzahlen vom 8. November, wie immer ohne Gewähr. Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie die richtigen Zahlen getippt haben. Für alle anderen gilt, ich drücke Ihnen einfach ganz fest die Daumen fürs nächste Mal. Und jetzt schauen wir, was im nächsten Euro-Jackpot am Freitag für Sie drin wäre. Na, Ono, gewinnst du wieder? Nee, nur das eine Mal. Aber das ist immerhin richtig, ne? Ändert nicht dich, ändert dein Leben. Euro-Jackpot mit bis zu 120 Millionen Euro. Ziehung jetzt jeden Dienstag und Freitag. Euro-Jackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Zur nächsten Ziehung sind rund 10 Millionen Euro im Jackpot. Infos unter lotto-thüringen.de. Spiele, Gewinne beim Original. Wenn Sie mal nicht in eine Lotto-Annahmestelle gehen wollen, um Ihren Tipp abzugeben, dann geht das Ganze auch einfach online unter lotto-thüringen.de. Und jetzt geht's weiter mit Daniel Ebert und Nonsenf. Huhu, da sind wir wieder mit Nonsenf der Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Die Uni Erfurt will in diesem Winter einen neuen Studiengang anbieten, der heißt Studieren und Frieren. Der Grund dafür, die Uni ist klamm. Ja, zum einen, weil sie etwas zu viel Geld woanders verpulvert hat und zum anderen, weil es kalt ist dort und da zieht nun mal die Feuchtigkeit in die Wände. Aber wo ist die ganze Kohle? Angeblich in einem Forschungsneubau. Der sollte mal 11 Millionen Euro kosten. Jetzt kostet er schon 20 Mille und ist noch nicht mal fertig. Und was man da so alles erforschen will in Zukunft? Weltbeziehungen. Meinen die jetzt, welche Beziehung hat unsere Welt zu den vielen anderen Welten da draußen im All? Oder leben die Entscheider an der Uni in einer ganz anderen Welt, zu der wir wieder Beziehungen aufbauen müssen? Oder wollen Sie die Beziehungen auf dieser Welt erforschen? Das geht mir dann aber ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr ins Private. Und schon gar nicht für 20 Millionen. Aber was tut man nun als Studiosus oder Studiosa der Uni Erfurt, um eben keine kalten Füße im Winter zu bekommen? Na, man kann sich ja in der Bibo treffen. Denkst du, die ist jetzt am Wochenende nämlich zu. Heizung aus am Samstag und Sonntag. Ein kaltes Buch heult wenigstens nicht rum. Na dann eben Hörsaal.
Pustekuchen. Es gibt wieder die sogenannte Distanzlehre an der Uni Erfurt. Jeder hockt zu Hause am Rechner und heizt für sich selbst. Und so werden die Heizkosten, die die Uni spart, einfach auf die verlagert, die sich's wenigstens leisten können. Die Studierenden. Denn so eine Uni bekommt ja kein BAföG. Das darf man auch nicht vergessen. Und sonst so im Oktober. Hier ist Jonas Greiner. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Auktion. Alles muss raus. Kritische Infrastruktur zu Spottpreisen. Was? Wieso das denn? Ja, China bzw. das chinesische Staatsunternehmen COSCO hat sich Anteile am Hamburger Hafen gesichert. Lieferkettenprobleme in den letzten Monaten, der Krieg Russlands und die damit verbundenen Preisexplosionen und Engpässe sollten uns eigentlich gezeigt haben, dass es eine relativ schlechte Idee ist, sich in solchen Bereichen von Autokratien abhängig zu machen. Im Kanzleramt ist das allerdings genauso wenig angekommen wie meine Ticketbestellung für SpongeBob das Musical über Viagogo. Und deswegen hat Olaf Scholz sich durchgesetzt gegen das Veto seiner Ministerinnen und Minister und erreicht, dass 24,9% einer Betriebsgesellschaft am Hamburger Hafen an China gehen. Und damit ist unser Ausverkauf eröffnet. Hafenanlagen diese Woche 20% reduziert. Mit dem Code OLAF30 gibt es 30% Rabatt auf Stellwerke und im Rahmen der Apollo-Optik Gleitsichtwochen gibt es zu jeder zweiten Brille noch einen Staudamm mit dazu. Und soeben erreicht uns noch eine Eilmeldung per Postreiter von vor 3 Tagen. Das Bundeskanzleramt hat erklärt, dass es weitere Verkäufe gibt. Und zwar 24,9% von Borussia Dortmund gehen an Bayern München. 24,9% von Hogwarts werden verkauft an die Todesser. Und die NPD kauft 24,9% des Verfassungsschutzes. Ja, da gehören ihr jetzt ja also schon 33,7%. Warum wollte Olaf Scholz den Verkauf an die Chinesen unbedingt durchdrücken? Nun, es ist ja nicht das erste Unternehmen in Deutschland, das sich in chinesischen Händen befindet. Den Chinesen gehört zum Beispiel schon Tom Taylor, Steigenberger, das ist diese Hotelkette, die sich niemand leisten kann, der nicht selber eine Hotelkette besitzt, Pirelli Deutschland, Medion, ja, das ist diese Firma, die die Elektrogeräte machen, die immer im Aldi in der Glasvitrine stehen und wo du schon beim Bezahlen weißt, das war eine blöde Idee. Und dann gehörten den Chinesen noch ein Teil der Deutschen Bank und die komplette Scholz Holding GmbH. Moment mal, Scholz Holding GmbH? Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Ja, Scholz, das ist doch, Scholz ist doch, wie hieß nochmal der Typ hier, der Chef von Deutschland, der immer nichts sagt, wenn es irgendein Problem gibt. Scholz, ha! Bundeskanzler Olaf Scholz sichert den Verkauf von Hafenanteilen an die Chinesen ab, während den Chinesen die Scholz Holding GmbH gehört. Sind wir hier einer groß angelegten Verschwörung auf der Spur? Ich glaube schon. Meine Redaktion und ich, wir haben knallhart recherchiert und ungewöhnliche Verbindungen aufgedeckt. Ich glaube, Olaf Scholz ist tatsächlich ein Roboter, was seine Emotionslosigkeit erklären würde. Und die Theorie gibt es ja auch schon länger. Und dieser Roboter, der ist Eigentum der Scholz Holding GmbH. Und die Scholz Holding GmbH wiederum, die gehört den Chinesen. Ende 2021 wurden plötzlich 3 chinesische Geschäftsführer dort eingesetzt, zeitgleich mit dem Amtsantritt von Olaf Scholz als Bundeskanzler. Und Sitz der Scholz Holding GmbH ist übrigens Essingen in Baden-Württemberg. 6.400 Einwohner mitten im Nichts, fällt keinem auf. Olaf Scholz, der hat doch aber gar nichts mit der Firma und mit diesem Dorf zu tun, könnte man jetzt dagegen argumentieren. Aber wenn er wirklich nichts mit der Firma und dem Dorf zu tun hat, wieso hat dann der SPD-Ortsverein Essingen bei der letzten Bundestagswahl ausgerechnet Olaf Scholz unterstützt? Aha! Bitte nicht ernst nehmen, das war jetzt wirklich nur ein Witz. Ja? Olaf Scholz hat nichts mit der Scholz Holding GmbH in Essingen zu tun, natürlich nicht. Die Scholz Holding GmbH ist hauptsächlich im Recycling von Schrott tätig. Gut, klingt jetzt so, als hätten sie vielleicht schon doch mal was mit der SPD zu tun gehabt. Nein, natürlich nicht. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit über die Sozialdemokraten meckern. Schließlich hat die SPD im Oktober ja auch wirklich durch soziale Politik geglänzt. Was? Die SPD und soziale Politik? Ha, das hat zu Recht viele verwundert, ist aber tatsächlich wahr geworden mit der Mindestlohnerhöhung. Am 1. Oktober stieg der Mindestlohn wie versprochen auf 12 Euro. Pünktlich um 0 Uhr hat sich dann Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger auf dem Platz der Republik öffentlich angezündet. 1,4 Millionen Deutsche profitieren jetzt ganz unmittelbar von dieser Erhöhung. Aber mussten es denn gleich 12 Euro sein? Also ich meine, 12 Euro, ey, davon kann man ja fast schon leben.
Aber jetzt mal Schluss mit den ganzen nervigen Politik-Scheiß-Themen. Zeit für was Schönes. Die WM in Katar geht bald los. Ja, endlich wieder Fußball-Weltmeisterschaft in einem fußballverrückten Land und Public Viewing im Schneeregen bei Glühwein und gebrannten Mandeln. Besser geht's nicht. FIFA-Präsident Gianni Infantino freut sich schon jetzt auf die WM und zwar so richtig. Das wird die beste WM aller Zeiten, hat er neulich in Anwesenheit des katarischen Premierministers versprochen. Und bei Pornhub kann man sich kostenlos anschauen, was Infantino so alles mit den Kataris macht, wenn die Kameras aus sind. Das Runde muss ins Eckige. Im Ernst, keiner hat so richtig Lust auf die WM in Katar, weil das ganze Ding noch umstrittener ist als die Familienverhältnisse in manchen oberbayerischen Dörfern. Aber irgendwie macht die WM in Katar ja auch Hoffnung. Denn wenn ein Land wie Katar es schaffen kann, die WM zu sich zu holen, dann kann es ja auch wirklich jeder schaffen. Hier sind drei Vorschläge für die Gastgeber der nächsten Weltmeisterschaften. Der Vatikan, Habemus Weltmeister. Der Vatikan könnte eine kleine Imagekampagne derzeit ganz gut gebrauchen. Da kommt die WM im Kirchenstaat 2030 gerade richtig. Geld hat die Kirche ohne Ende und damit sind auch schon alle 96 Kriterien des FIFA-Anforderungskataloges erfüllt. 44 Quadratkilometer misst das kleinste Land der Welt und das reicht exakt für 10 neue Fußballstadien. Umweltfreundlich wird die WM 2030 im Vatikan auch. Die Fans werden nämlich ausschließlich mit dem Papamobil befördert, das Platz für bis zu eine Person bietet. Gespielt wird ausschließlich sonntags um 10 Uhr, wodurch sich die WM wohl über das gesamte Jahr 2030 erstrecken wird. Und für das Gastgeberland tritt übrigens die Schweizer Garde als Mannschaft an. Fußballerisch kann das Team zwar eigentlich nicht mithalten, trotzdem gilt der Vatikan für die Heim-WM 2030 als heißer Favorit, da die Schweizer Gardisten ihre Lanzen und Hellebarden beim Spiel mitführen dürfen. Die Besonderheit bei der WM 2030 im Vatikan, die FIFA hat den Einsatz von Einlaufkindern und Balljungen verboten. Ist klar, oder? Ja. 2034 wird die Fußball-WM in Thüringen stattfinden. Das hat gerade aus deutscher Sicht sehr viele Vorteile. Thüringen ist nämlich, das wissen viele nicht, sehr nah dran an Deutschland. Die DFB-Elf hat also nach der punktlosen Gruppenphase in der Todesgruppe D mit Armenien, San Marino und Liechtenstein keinen so weiten Heimweg. Außerdem müssen für die WM 2034 in Thüringen keine neuen Stadien gebaut werden. Tolle Spielorte sind bereits vorhanden, wie zum Beispiel die Clouseau Arena in Nordhausen, das Vita-Cola-Stadion in Altenburg und der Küchenstudio Ulrich Superdome in Bad Salzung. Thüringen als Gastgeber werden übrigens hervorragende Chancen auf den Titel eingeräumt. Schließlich spielt mit Björn Höcke der härteste Rechtsaußen in der Sturmabteilung mit. Wenn wir noch ein paar Mal Stadien und Hotels mitten in die Wüste bauen, hunderttausende Fans einfliegen und Kunstoasen bewässern wie bei der klimaneutralen WM in Katar und asiatische Winterspiele im saudi-arabischen Kunstwinter veranstalten, dann dürfte der Gastgeber für die WM 2038 schon jetzt feststehen. Es ist nämlich die Antarktis. Das ist nämlich wahrscheinlich das einzige Land, das 2038 noch echtes Gras und milde 22 Grad Außentemperatur haben wird. Die besten Chancen bei der WM 2038 in der Antarktis hätte Deutschland, wenn Bundestrainer Kevin Großkreuz, Stefan Raab, Elton und Joey Kelly nominieren würde, da die ja bereits bei der Eisfußball-WM mehrmals wichtige Erfahrungen sammeln konnten. Schwierig wird es gegen die Gastgeber dennoch, denn die haben Robben. Was ist sonst noch so passiert im Oktober? Ach ja, heftige Kritik hagelte es nach rassistischen und antisemitischen Äußerungen für Kanye West. Ha, von wegen immer der Osten. Und Rishi Sunak heißt der neue Premierminister des Vereinigten Königreichs, der jetzt als nächster versuchen darf, so zu tun, als wären die als Brexit-Folgen bekannten Brexit-Folgen keine Brexit-Folgen. Damit hat Sunak in nächster Zeit wahrscheinlich noch mehr Stress als der Steuerberater von Alfons Schubeck. Möglich wurde sein Amtsantritt, weil Vorgängerin Liz Truss zurückgetreten war, nach nur 50 Tagen im Amt. Das klingt jetzt im ersten Moment echt wenig. Es sind aber umgerechnet immerhin fast 17 Thomas Kemmerichs. Danke, Jonas. Wer Jonas Greiner live sehen will, der sollte zum zweiten Suhler Comedy Mix kommen. Der ist am 27.11. hier im Fernsehzimmer. Karten gibt's in der Touristinformation Suhl und auch nur dort. Das war zugegeben wenig Musik für heute, aber keine Panik, dafür gibt es nächste Woche umso mehr. Da widmet sich Nonsenf sehr ausführlich der Band Jeremy Pascal aus Wien. Bis dahin bleiben Sie fröhlich.